So, ja, guten Abend, alle lieben anwesenden Gäste. Die meisten von euch werden nicht wissen, dass wir heute nicht nur den 50. Geburtstag unserer Eltern, also von Matthias und mir, feiern, sondern wir feiern auch heute 30 Jahre gute Ratschläge. Davon war ich 2 Jahre leider nicht dabei. Ja, es gab in unserer Zeit eigentlich eine Sendung im Fernsehen, wo die ganze Familie versammelt war und mit Begeisterung dabei. Das war immer schön, das Vorabendprogramm um 19 Uhr im ZDF. Und begeistert uns dabei immer Joachim Bublatt, also der ist ähnlich wie Teflon, Abfallprodukt der Weltraumforschung. Jeder kennt ihn und mag ihn, weil er immer so schön Sachen erklären kann. Und wie es ungefähr war, wollen wir euch heute mal zeigen. Herzlich willkommen zur Knopf-Hoff-Show. Zu Beginn möchte ich noch einmal das Rätsel auflösen, das wir in der letzten Sendung gestellt haben. Da war die Frage, ist das Kilo Eisen schwerer als das Kilo Federn? Und die Antwort lautet natürlich, das Kilo Eisen ist schwerer als das Kilo Federn. Auch heute Abend haben wir wieder ganz erstaunliche Experimente vorbereitet, allerdings leider ohne unseren Knopf-Hoff-Professor, den haben wir entlassen. Warum ist das so? Nun, amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass dieser Professor nur eine Lachnummer ist, ein Komödiant, und wir wollten Ihnen zu Hause einen echten Professor bieten, der das für Sie machen kann. Deshalb haben wir uns TV-Hobbitek-Moderator Jean Pütz eingeladen. Herzlich willkommen zur Hobbitek. Sie werden es sicherlich bemerkt haben, aber in der letzten Folge, was tun bei Stromausfall, hat sich mal wieder der Federteufel eingeschlichen. In die Taschenlampe tun sie natürlich Batterien und nicht Batterilich. Doch nun zu unserem heutigen Thema und dazu gehe ich hier mal rüber. So. Ja, Sie kennen das alle, Sie feiern Geburtstag und die Gäste kommen nicht so richtig in Stimmung. Deswegen basteln wir uns heute eine super Geburtstagsbowle. Dazu brauchen wir erstmal ein leeres Goldfischglas. So, das hat leere Glas, jetzt kann losgehen. Jetzt Butter bei den Fischen. Dazu brauchen wir Butter und beide Fische. Am besten schmeckt das Zeug übrigens auf Ex. Ja, das habe ich hier schon mal vorbereitet. Ja, und wenn Sie das ganze leckere Zeug jetzt in der Birne haben, basteln wir uns prima Aspirin. Dazu brauchen wir ein Ass und handelsübliches Aspirin. Wenn ihr kein handelsübliches Aspirin bei sich haben, tut es auch ein Asphalt. Pass mal auf. Jetzt haben sie auch gleichzeitig noch nebenbei einen super Gesprächspartner auf gleichem Niveau gebastelt. Hallo Asphalt. Hallo Schlagsack. Na, 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 mal nicht frech werden. Ja, das war's auch schon wieder. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, eine übliche Scheiß. In der nächsten Folge zeigen wir Ihnen, wie man rote Kerbleche prima selber bastelt. Dazu brauchen Sie diese Axt. Und die Motorhaube eines handelsüblichen Ferraris. Tschüss, ihr Schuppis.